Hallo, jetzt mal von meiner Seite. Nach meinem Urlaub bin ich zurück, passend zum dritten Community-Rennen mit der WTCC 2013, 14 und 15 auf Nürburgring Grand Prix. Neben mir noch Silverbullet, darf ich auch nochmal Hallo sagen? Ja, bei ihm kommt die immer zu kurz. Das sind ja die Leute, die bei mir auf dem Kanal einschalten und sich das anschauen, die hören das alles ein bisschen früher, weil ich denen auch mein katastrophales Training zeige. Ja, ihr dürft auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch zumindest Qualifying von den Community-Rennen in Raceroom sehen wollt. Dann packe ich das nämlich auch noch mit rein. Ich habe es jetzt nur erstmal nicht gemacht wegen den Längen von dem Video, weil die Rennen hier gingen ja auch schon 45 Minuten. Und allein die Ligarennen dauern ja schon eine Stunde, über eine Stunde. Darum habe ich das einfach mal beschränkt ein bisschen. Ja, ich wünsche auch viel Spaß. Ja, wünsche ich dir auch und komm gut wieder ins Ziel. Wir sind mal wieder. Ja. Okay. Bin aber weiblich, okay? Das ist ja cool. Das finde ich immer toll. Ja, ich bin auch weiblich. Ja, du bist, das hört man auch an der Stimme im Übrigen. Was? Ey, du hast das Buch aufgeschlagen. Ich habe nur in den Seiten geblättert. Achso. Ja, wir haben 18 Leute. Neuer Rekord, vielen Dank. Und jetzt geht's auch schon los. 45 Minuten und 4 Wheelspin von Nürburgring. Ja, ich hatte auch jetzt meine Runde Ende. Ich glaube, ich habe schon 3 Runden runtergespult gerade. Ja, ich glaube auch. Oh, hier ist einer verschwunden von mir. Ist unsichtbar geworden. Keine Ahnung, wer das war. Da ist wieder. Oh, ich wurde angeschossen von hinten, aber alles gut. Oh. Ja, die ersten. Ich hab einen verschwinden müssen, die ganze Zeit vor mir. Ich hoffe, das bin nicht ich. Nee. Ich habe diesmal in Race Room ich eigentlich ganz gute Pingraden hier. Mit 20 rum nun. Im Gegensatz zu Project Cars. Aber es ist verdammt eng. Oh, da bist du. Oh, ich werde geschoben und hinter mir hat sich einer gedreht. Und da ist eine kleine Lücke aufgerissen. Ich bin direkt hinter dir. Oh! Wow. Hier wurde mir gerade sehr langsam gemacht. Da fahren viele die Schmitz. Ja, klar. Identifikation und so. Boah, da kam das Heck. Pflichtboxenstopp hier diesmal. Müssen mit einkalkulieren. Achtung! Oh, Sorry! was machst du? Windschatten, sorry. Vor allem mein Gangschaltung hat blockiert. Entschuldigung für das Zurückkommen auf die Strecke, aber ich hatte gerade keine Kontrolle über mein Auto. Sorry, echt. Wollte ich nicht. Wo bist du? Ja, so ein Bremspunkt ist was Feines, ne? Ja, ich bremse normalerweise ein bisschen später als du, aber ich habe nicht bedacht, dass noch ein paar vor mir sind. Oh, vorne hat sich auch Spitzkehrer jemand rausgedrückt. Eber war's. Wenn du wieder in meiner Nähe bist, lasse ich dich wieder vorbei. Oh, ne, fahr du ruhig. Nein, es war unfair. Das war ein Versehen. Hey, es muss Strafe geben. Ja, Achtung. Gut antizipiert. Ich muss auch dann denken, dass ich diesmal ein volles Auto habe. Und nicht ein leeres. Muss ich auch für bremsen. Oh, da raucht's da vorne. Achtung.
Und drehe, Achtung. Ja, es ist. Und Schäfer kommt auf die Strecke zurück. Oh. Achtung, Schäfer, ich bin innen. Oh, zu früh eingelenkt. Jetzt kann ich vorbei. Ah ne, jetzt bist gar nicht du. Kämpf, kämpf, kämpf! Ja, ich wollte jetzt nicht reinziehen. Er zieht zurück, gell? Ja. Eber fährt schon Kampflinie. Muss er doch bei mir nicht machen. Ah, verdammt. Jetzt bin ich wieder hinter dir. Okay. Wie hast du das angestellt? Ja, überholt man immer. Nicht schlecht. Ausgebremst. Ja. Bisschen mehr Eier gehabt. Und auch Windschatten, aber da ich bin nicht gut spät reingekommen, Windschatten. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht! Oh. Alles im Griff. Ach, verdammt. Das habe ich falsch geschalten. Weil ich eigentlich nach hinten gucken wollte. Achtung, ich werde dich jetzt innen anbremsen. Oder auch nicht. Aber ich rutsche schon ziemlich. Oh, wow. That's racing. Achtung, ich bin innen. Bist vorbei. Das glänzt doch alle, ey. Ah, verbremst. Ich hab dich nicht berührt. Nee, nee. Ich bin noch innen. Oh. Keine Abkürzung, bitte. Verdammt. Oh, Scheiße. Ah, jetzt war ich dadurch so abgelenkt, dass ich mich gekriegt habe. Achtung! Actionreich. Kampf hier in die Top 10. Ach, verdammt. Ich bin jetzt außen, ne? Ich weiß. Ich bin hinten, ich bin hinten. Hat schon wieder gedreht? Oh, ist hier mehr raus, ich war auch raus. Scheiße. What's up hier? Scheiße. Was war da gerade los? Ich hab keine Ahnung, was da los war. Eber bedankt sich. Das ist nur Chaos. Puh, ich schwitze jetzt schon. Wie viele Minuten haben wir noch? 37. Ich hab Ventilator direkt auf mich gerichtet diesmal. No. Wow, ich wurde abgeräumt. Aber da habe ich auch reingestochen. War glaube ich schon. Ich habe den nicht gesehen. Hui, das war ein heftiger Schlag. Ach du liebe Zeit. Bin auf 14 zurückgefallen. Okay. Konzentration jetzt? Ja, und derjenige hat sich wieder weggedreht, also scheint irgendwas anderes bei dem zu sein. Also eigentlich ist der Schaden aus, aber es fühlt sich so an, als könnte ich nicht mehr fahren. Ja, die Reifen überhitzen auch, ne? Wenn du dich drehst. Ja. Dann hast du plötzlich ein ganz anderes Fahrverhalten. Ja, das stimmt. Ach, der hat mich gerade abgeräumt, Halleluja.
mein Lenkrad gerade. Huiuiui. Du musst denken, der kam ungebremst auf die erste Kurve zu, wo ich halt schon am Scheitelpunkt bin. Achtung, mein Bild ist schwarz, Leute. Nee, Quatsch. Ich habe mich gerade seit... Oh, weiß, disqualifiziert. Okay. Ich habe gerade so ein bisschen Treiberprobleme mit einer Grafikkarte. Ich glaube, das Mädchen hat sich vorher das Spiel verlassen, ja, ich weiß. Und irgendjemand steht hier in der Boxenmau, Hanke, und fährt einfach rückwärts, obwohl da welche kommen. Ist aber alles gut gegangen. Das war jetzt gerade eine echt beschissene Runde, um es mal so gut deutsch zu sagen. Hat viele Vorarbeiten. Boah, ich hab ganz heiße Reifen, das merk ich richtig. Vorne links ist schon gelb. Ja, bei mir noch nicht. Das ist wahrscheinlich auch Überschreitungsgeschwindigkeit der Boxengasse. Scheiße, echt? Oh nein, das wusste ich nicht. Das tut mir leid, also wenn das eingestellt ist, das sollte eigentlich nicht eingestellt sein. Vielleicht ist es wegen Pflichtboxenstopp. Oh, dazu. Oh, hab ich die Taste für den Limiter belegt? Ich ja. Dazu muss man sagen, wir testen diese Funktion mehr oder weniger auch bei diesem Community-Rennen. Könnt ihr auch gerne, wenn ihr das jetzt hört, Rückmeldung geben. Frage ich auch nochmal so durch, wie ihr das jetzt fandet, weil es gibt halt zum Beispiel gleich das Boxenstoppfenster, was man jetzt oben rechts gesehen hat, das gleich aufgeht. In der Zeit soll man ja eigentlich Boxenstopp durchführen. Ich habe noch kein Fenster gesehen. Bei mir kam gerade Boxenstoppfenster wird und dann halt wieder das typische geöffnet fehlt. Das ist ja bei Race Room so. Guck jetzt. Ah ja. Boxenstoppfenster offen. Dürft wahrscheinlich zwischen 34 und was ist dann? Irgendwas mit 20. 25, 26. So, vorne sind die beiden Reifen jetzt auf gelb. Ach nö, was ist denn das? Was ist jetzt los? Auf welche Position bist du jetzt? 8. Ich komme gerade nicht mehr in den Flow rein, wo ich war, seitdem ich... Ja, okay. Seitdem ich rausgeboxt wurde, kämpfe ich so mit mir. Ich möchte aber auch nicht jetzt schon stoppen. Ich muss den Dürren eben vorbeilassen, weil ich mich vertan hatte in der Kurzanbindung.
Oh, Magnus ist vor mir. Achso, der ist schon die Runde dann. Das macht gerade richtig Spaß für mich. Wir haben uns gerade innerhalb von zwei Runden zweimal überholt. Ich will auch wieder davor. Ja, ich hab ein bisschen mehr Topspeed als er. Ja, ich hab Topspeed-Vorteil. Was ist mit meinem Wagen los? Ohne verdammten Dreck. Seit der Berührung. Vielleicht sind es aber auch die Reifen. Fährt der eine schnellste Runde in dem BMW? Der ist überrundet. Oder? Auf welcher Position ist der? Oder ich bin überrundet, das kann auch sein. Wann geht denn das Boxenstoff-Fenster zu? Keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall jetzt rein nach meiner Runde. Weil ich komme nicht mehr klar. Es kann lustig werden gegen Ende dann. Gehst du gerade auch in die Box? Ja, ja. Darum geht die Zeit so schnell runter. Auftanken. Achso. Hoffentlich bin ich schon da vorbeigefahren. Oh nein, ich bin. Ah, oh, ich hab zu spät bestätigt und muss jetzt nochmal gleich in die Box. Oh Mann. Ey. Auftanken ist sicher. Slicks. Warum kann ich nicht bestätigen? Achso, ich muss hier bestätigen und nochmal bestätigen. Das finde ich ein bisschen öde. Ich muss halt immer alles bestätigen, gell? Oh. Ja, ich halt an. Fast ganz vorne, ich bin gerade echt. Ja, ich verkacke hier gerade alles. Ah, Repairing mache ich auch. Sekunden. So, bin wieder unterwegs. Ja, super, ich muss nochmal rein. Das ist öde. Ich kam mit dem Menü zurecht. Ich hab das noch nie gesehen, das Menü. Echt jetzt? Ja. Hast du noch nie einen Boxenstopp gemacht? Nein. Geil. Ich wurde auf jeden Fall überrundet vom Flieger. Aber der muss ja auch nochmal. Du musst alles einzeln bestätigen. Das, was du machen willst. Oh Mann. Ich hoffe, jetzt hat er es geschluckt. Ich weiß es nicht. Na, er fährt schon wieder durch. Keine Ahnung. Hä? Bestätigt, nee, du musst, dass alles grün ist, was du machen willst. Oh Mann. Ja, aber warum passiert denn da nichts? Ich hab dann unten auf Aktionen Bestätigung gedrückt. Ach, das ist aber ärgerlich. Ich bin nur noch auf Platz 10, wie hab ich das geschafft? Ich versteh's grad nicht. Ja, ich versteh's halt auch nicht.
Ich habe mich noch nie mit dem Menü auseinandergesetzt. Wissen wir es für die Zukunft, dass wir es wieder rausmachen. Jeder, der Boxenstopp machen will oder muss, der soll's. Ja, aber wenn du Distanz lässt, geht's ja nicht, glaube ich. Ich halte jetzt mal an, versuch das mal. Wer fährt mir da rein? Ich bin doch extra nach rechts gefahren. So, ich bestätige das. Ach, du hältst da rechts an. Hey, warum schießt du bei mir da rechts? Ja, weil ich rechts stehe. Ja, aber nicht Boxen einfahren. Nein, ich habe einfach angehalten rechts an der Strecke. Ja, wie willst du da... Ach so, das Ding ist immer noch offen. Nee, ich habe es wieder aufgemacht. Soll ich es aufmachen, okay. Wusste ich nicht. Ja, das tut mir jetzt für die Nägel leid, der mir reingefahren bin, aber ich weiß nicht, warum du mir reingefahren bist. Ich bin ganz nach rechts gefahren und er ist mir einfach gefolgt und bumm. Ja, Kroll, der hat sich auch entschuldigt. So, nächster Versuch. Jetzt muss es gehen, jetzt ist es so grün unterlegt, das war es eben nicht. Ja, und das muss es. Und das kriegst du hin, indem du Enter auf jeden Reifen oder so drückst. Der hält nicht an, oder? Oh Mann. Ja, das ist nervig. Das ist echt nervig. Ja, glaube ich dir. Das wurde nicht getankt, okay? Bei mir auch nicht, ich habe auf sicher gestellt. Ich habe auf normal gestellt, also reicht es anscheinend. Ja. Platz 8 will ich noch.
Alter, was machen meine Bremsen? Oh Gott. Es wird mir zu warm schon wieder. Ich glaube, ich werde jetzt gleich überrundet. Ich hätte auch gerne eine Freundin, die den Schweiß von der Stirn tropft. Was? Du hättest gerne eine Freundin, der Schweiß von der Stirn tropft? Die den Schweiß von der Stirn tropft, so wie deine mal. Tupft, meinst du? Ja, sag. Meine ich doch. Nee, meine hab ich das untersagt. Das hat mir letztens mit dem Armfunk sich drin gefuchtelt hat. Ich fand das ultra lieb, aber es war leider sehr hinderlich. Aber sie haben mir hier ein bisschen Papier zwischengelegt und ein Stück verkappt. Also. Ich habe enormen Druck von hinten. Schäfer. Ich glaube, Heck will überrunden, oder? Ich weiß gerade nicht, wer führt. Ja, der will überrunden. Ach, verdammt. Jetzt fahr vorbei. Ach so, jetzt bin ich innen. Fahr vorbei. Jetzt fahr doch vorbei und ich fahr raus. Ach, komm. Weil der sich nicht entscheiden kann. Minutes to go. Ja, und ich glaube, ich muss mich das nächste Mal wieder ein bisschen besser vorbereiten. Und AJ ist zweimal in die Box gegangen. Das soll man ja mal nachher sagen, was er da gemacht hat. Ja, ich war dreimal drin. Vielleicht war bei ihm das gleiche Problem. Und bin trotzdem nicht letzter, das finde ich richtig heftig. Gut, der Kroll, der stand hinter dir dann, als du dort am Menü eingestellt hast. Echt? Ist der da stehen geblieben? Ja. Wie macht der sowas? Der hat gedacht, du bist Pace Car. Das habe ich überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Rückwärtsgangschalter nicht belegt. Irgendein Problem hat Lab Agent. Meine ich. So wie ich, glaube ich, gleich in den letzten 10 Minuten Problem haben werde. Bezüglich meinen Vorderreifen. Oh ja. Ja, Hanke könnte ich mir sogar noch schnappen, glaube ich. Ja. AJ ist wieder in der Box. Den kriegst du auch noch. Ich weiß nicht. Bremst nicht mehr. AJ kommt jetzt gerade aus der Box raus.
Dürfte jetzt bei euch ein schöner Dreikampf sein. Oh ja. Nee, ich bremse nicht mehr. Reifen vorne sind down. Okay. Ich geh nochmal in die Box. Oh, Eber hinter mir. 22 Sekunden, mal schauen, ob ich die halte. Ich gehe nicht mehr in die Box. Da wollte der Handke zu viel hinter mir. Ich habe nur kurz vorbeiflitzen sehen im Windschatten. Boxenstopp-Zeitfenster wird geschlossen. Ah, okay, kommt dann auch diese Meldung. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt steht erstmal dran, wird geschlossen. Also die letzte Möglichkeit, jetzt nochmal in die Box zu gehen, bevor es dann geschlossen wird. Die Meldung kommt sogar mehrfach, dass sie geschlossen wird. Okay. Oh, hier ist der Peter Kroll langsam unterwegs. Oh, sorry, Maya. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum auf der linken Seite du angezeigt wirst, aber da habe ich Angst gehabt, du bist unsichtbar, jetzt bist du plötzlich in der Kurve neben mir. Ich hätte dir schon das Platz gemacht. Hätte ich dich gesehen. War ich blind. Noch halte ich den Abstand zu Eber, dann bleibe ich draußen. Nach vorne verliere ich und Reifen habe ich nicht mehr.
Oh, es wird warm. Ja, mir auch. Ich habe gerade echt Probleme mit meinem Reifen vorne links. Gut, keine. Ja, jetzt ist er mittlerweile gelb. Jetzt ist auch der rechte gerade gelb. Gelb, schön wär's. Meiner blinkt schon orange seit ein Weilchen. Okay. Ich habe sehr hohen Reifenverschleiß. Boah, ich hasse dieses scheiß Geschlingel da. In der Mercedes Arena. Ich kann's nicht leiden. AJ, fliegt mir weg. So, in dem Moment hat er sich etwas rausgedreht. Damit komme ich natürlich wieder ran auf 1,3. Das ist ein bisschen reingefahren. Nee, nee. So, jetzt blinken beide Vorderreifen orange. Und der nächste Überrunder, der von hinten folgt. Oh, die Fliege ist es. Ja, ich habe mittlerweile ein arges Untersteuern. Aber ein paar Ründchen müssen sie noch. Oh, oh. Und da dreht sich die Fliege raus. Ich war's nicht. Naja, er hat getippt. Ja, das kann's gewesen sein. Das wird's gewesen sein. Tja, man sollte halt nicht in einer Kurve gleichzeitig im Chat schreiben. Und Eber fliegt an mich heran. Ob ich das 6 Minuten durchhalte. Ja, mit dem hat schon eine coole Fights. Schade, dass es nicht ist. Das ist ein cooler Boxenstopp-A-Räder. Ah. Ich werde mit ihm keine schönen Fights haben, weil wenn der da ist, ist er auch gleich vorbei. Nehme ich mal an. Ja, sowas haut einen dann noch komplett aus dem Flow raus, ne? Bis ich gerade eben wieder angefangen habe, Auto zu fahren. Ich hab's immer noch nicht nach meinem Unfall.
Jetzt habe ich einen dunkelroten Reifen vorne links und ich merke es auch. Verdammt. Wegen 4 Minuten. Ja, du warst noch 44 Sekunden von mir weg, jetzt noch 29. Ja, ich kann nicht mehr in Kurven fahren und bremsen. Das merkst halt übel. Ich fahre, glaube ich, gerade in jeder Kurve raus. Wie man es vielleicht auch hört. Nee, jetzt ist vor allem Schluss. Also wenn es dunkelrot ist, kannst du im Raceroom mit nicht so ganz großartigen Fahrkünsten das nicht mehr so gut halten. Ja, ich werde jetzt die Reifen ins Ziel tragen. Ja, ich auch irgendwie. Also in die Box gehe ich jetzt nicht mehr, das macht keinen Sinn. Wegen 4 Minuten. Mal schauen, wie lange ich Ebo hinter mir halten kann. Ich vermute überhaupt nicht lang. 4 Sekunden. Nee, ich fahre echt in jeder Kurve raus. Hat noch jemand, glaube ich, das Problem? Rot, ja, ich auch. Trotzdem, Eber, 3 Minuten, ich lasse dich nicht vorbei, denk nicht dran. Ich gebe alles. Die Reifen hinten können es für die nächsten 2 Rennen noch verwenden. Ich fahre jetzt nur noch Slow Rounds hier, Slow Laps. Ja, ich habe hier nur noch 1,5 Sekunden vor Eber. Auf der Geraden sind es dann am Ende wieder 2 eventuell. Wenn ich hier nicht wieder rausfahre, ach nee. Das mache ich ihm halt ganz einfach. Ich habe nur ein Durchdrehen, sobald ich stehen geblieben bin. Schade. Wegen 1 Minute 40. Es kam mal wieder jemand rein und ich fahr kilometerweit raus. Nee. Also jetzt sind beide Vorderreifen dunkelrot und die machen noch 7 Sekunden nur noch vor LJ, so eine Scheiße. Ich kann kein Gas mehr geben und nicht mehr bremsen. Das ist quasi wie auf Eis. Dafür dürfte jetzt in der letzten Runde sein. Ja. Bitte. Mann, ist es schlimm. Wenn du einfach bremsen willst und lenkst und du fährst einfach geradeaus. Vier Sekunden.
bin ich unten. Und jetzt noch die letzte Kurve kriegen. Ja! Hä? Ich muss nochmal. Ach nee! Ich muss nochmal rufen. Okay. Ja, weil die im ersten wahrscheinlich noch über die Ziellinie sind. Ich auch, ja. 3 Sekunden. Ach, du kommst auch noch! Mit Agile und Agis. Ah ne, ja, das ist noch ein Über. Das ist noch jemand, der mich überrundet. Ja, pack. Das ist noch P3. Ah, da hinten ist schon Agile. 1 Sekunde, jetzt ist Rennende. Ach nö. Agile, bleib bitte weg, einfach aus Anstand. Wie kann ich den jetzt hinter mich halten? Nein, der sticht in der letzten Kurve rein! So ein Idiot. Nur spaßeshalber gemeint, keine Sorge. Ach nö. Das gibt's nicht, was ist das für einer? Ach geil. Oh. Komm, ja, Alter, was hast du gerade gemacht? Ich glaube, ich bin noch 6 Sekunden gefahren noch. Oh Mann. Die letzte Runde, ich habe noch Reifen gehabt. Ich habe mir so einen kleinen, ich hätte das früher machen müssen, ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich glaube, ich hätte noch viele kassiert, so gegen Ende, weil ich mehr Reifen hatte. Ich habe erst am Schluss das Auto verstanden. Das bedeutet also, da habe ich erst gemerkt, okay, ab dem Zeitpunkt, da fängt das Untersteuern an, dann bleibst du da lieber weg. Also da ist Race Room sehr sensibel drin. Ja, ja, ich bin immer zu aggressiv, glaube ich, gefahren, ja, wie immer halt. Weil meine Reifen, ich hatte am Ende wirklich vorne keine Reifen mehr. Und bei einem Fronttriebler vorne auf beiden Seiten keine Reifen mehr zu haben, ja, das merkst du sofort. Ja, Wahnsinn. Ja, toll, hat echt Spaß gemacht. Also die Fights am Anfang waren richtig toll und ja, und dann meine Boxenstopp-Misere. Also, ja, da weiß ich nicht, was genau da bei dir passiert ist. Auf jeden Fall Glückwunsch an hier. Ja, genau. Ich habe nicht alles auf grün geschaltet gehabt, ja, und anscheinend und war ich zu spät dann gewesen, um das zu bestätigen. Ich muss mir das noch anders belegen. Aber wie gesagt, ich habe das erste Mal gesehen, ich musste gar nicht mehr. Okay, ja, das habe ich nicht gedacht. Hier auf jeden Fall Glückwunsch noch an Meier. Was, wie heißt du mit Vornamen? Alexander, ich weiß es nicht. Tut mir leid. Mit der 1,25819, also das ist super. Das ist richtig schnell. Ja. Ja, Glückwunsch auch von mir ans Podium. War an sich doch ein schönes Rennen. Ein paar sind natürlich wieder raus. Ja, ist ja ganz klar. Ja, aber es war trotzdem nicht viele. Also ich glaube, da war es in in Sanford schlimmer, oder? Ja, ich glaube auch. Aber das heißt schlimmer, aber mehr. Bei mir gesehen, auch wenn es mal nicht läuft, und das lief ja gar nicht. Ja. Ja. Dann sollte man trotzdem auf dem Server bleiben. Das ist fairer für die anderen. Und es macht doch trotzdem Spaß. Richtig, richtig. Und bevor man dann ja alleine irgendwo seine Runden dreht. Ja, AJ hat mir jetzt gerade nochmal geschrieben, wegen der letzten Kurve bei mir, wirklich allerletzte Kurve, ob das zu hart war. Age, nee, das war nicht so hart, du bist da fair reingefahren. Ich hatte kaputte Reifen, mich hätte sowieso rausgedrückt, also keine Sorge. Ja. Das war komplett fair von dir. Aber wie ich diese Boxengasse hasse. Gut, dann würde ich sagen, nächste Woche. Genau, gibt es wieder Community-Rennen bei Race Room Experience. Und ja, es wird wieder eine neue Kombi geben. Ich denke mal, wir haben da schon ein bisschen was im Hinterkopf. Ich glaube, wir machen viele Leute glücklich. Hoffentlich. Und hoffen halt wieder auf eine hohe Beteiligung, so wie heute.
Und dann? Im Namen von Race Room, Real Cars, Real Racing oder wie das. Nein, Real Cars, Real Racing ist WTCC-Slogan. Ja, da passt das ja wunderbar. Ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, irgendwas, wann sie hier das Video gucken. Und ja, ich bin raus und sag tschüss. Tschüss auch von meiner Seite und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Ciao.